Video von mir. Ich war gerade im Thalia und es war so schön und magisch und es ist so lange her, dass ich in einer Buchhandlung war und ja, ich hätte noch Stunden dort verbringen können, aber ich muss gleich zur Arbeit. Ich habe 4 Bücher gekauft, die ich euch jetzt vorstellen will und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das erste Buch ist Aurora erwacht von Amy Kaufman und Jay Kristoff. Tyler, frisch ausgebildeter Musterschüler der besten Space Academy der ganzen Galaxie, freut sich auf seinen ersten Auftrag als Alpha, steht es ihm zu, sein Team zusammenzustellen und er wird sich nur mit den Besten zufrieden geben. Tja, die Realität sieht anders aus, er landet in einem Team aus Losern und Außenseitern. Scarlett, die Diplomatin, Sarkasmus hilft immer, not. Sila, die Wissenschaftlerin, dezent soziopathisch veranlagt. Finian, der Techniker, besser der Klugscheißer. Kellis, der Kämpfer. Es gibt definitiv Menschen, die ihre Aggression besser unter Kontrolle haben. Cat, die Pilotin, die sich absolut nicht für Teil interessiert, behauptet sie zumindest. Doch dieses Katastrophenteam ist nicht Tellers größtes Problem. Hier auf dem Klappentext steht gar nichts zu Aurora, deswegen werde ich euch nochmal die Inklappe vorlesen. Schreiben ist ja 2380. Tyler Jones hat gerade seine Ausbildung an der Aurora Academy abgeschlossen und steht kurz davor, sich sein erstes Team zusammenzustellen, den coolsten und den besten Squad, den ein Abschlussjahrgang der Aurora Academy je gesehen hat. Doch am Vorabend der Teamwahl läuft alles anders, Tyler kann nicht schlafen. Er unternimmt einen verbotenen Ausflug und stößt im interdimensionalen Raum auf ein havariertes Raumschiff. Die einzige Überlebende an Bord Aurora, ein Mädchen, das die letzten 200 Jahre im Kryoschlaf verbracht hat. Vielleicht hätte er sie besser nicht geweckt, einen Krieg droht auszubrechen und ausgerechnet sein Team soll das verhindern. Ups, don't panic. Ja, ich freue mich sehr auf diese Geschichte. Ich denke, dass es sehr, 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 sehr spannend wird, aber auch witzig. Also durch die ganzen Crewmitglieder und ich bin sehr gespannt. Ich habe den ersten Teil von The Spoken Stars geliebt. Sonst habe ich leider noch nichts gelesen von Amy Kaufman. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diese Geschichte. Dann The Memories Remake von Maya Hughes. Persephone Alexander ist ein Mathe-Genie, liebt Organisationen und hat das normale College-Leben irgendwie verpasst. Daher hat sie sich vorgenommen, bis zum Ende des Semesters eine Liste mit Erfahrungen abzuarbeiten und dabei unvergessliche Erinnerungen zu sammeln. Seth will feiern gehen, Freunde finden sich verlieben, ihr erstes Mal erleben, doch dafür braucht sie den richtigen Partner. Kurzerhand veranstaltet sie ein Casting und es überreicht, als ausgerechnet College-Football-Star Reese Michaels sich dazu bereit erklärt, ihr beim Abhaken ihrer To-Do-Liste zu helfen, ausgenommen beim Verlieben und dem Sex. Ich habe gehört, dass es so etwas sein soll, also dass die Autorin sehr an Elle Kennedy erinnert, also dass es wohl ja, sehr humorvoll sein soll unter anderem und ja wieder College-Setting und Sport-Romance und so weiter. Und ja, ich bin sehr gespannt, aber es ist definitiv ein Coverkauf. Es sieht so gut aus und ja, es war noch gar nicht ausgelegt, es lag da auf irgendeinem Wagen und ist noch nicht mal verräumt worden, aber ich habe es mir schnell geschnappt. Ich habe nämlich die ganze Zeit danach gesucht. Genau, ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte. Das dritte Buch und das Buch, warum ich überhaupt Bücher kaufen musste, war Ever, weil immer du mich berührst, von Nicola Hotel. Verletzt, verängstigt, verloren. So fühlt Abby sich momentan. Sie will einfach nur nach Hause, weg aus der Reha-Klinik, wo sie nach einem schlimmen Autounfall wieder laufen lernen soll. Nur macht sie keine Fortschritte, überhaupt keine. Abby hat seit dem Unfall panische Angst vor Schmerzen und die Therapie läuft dementsprechend schlecht. Bis sie einen neuen Physiotherapeuten bekommt. David Rivers ist noch Student, aber mit seiner geduldigen, sanften Art dringt er zu ihr durch. Wann immer er sie berührt, fliegt ihre Angst. Sie fühlt sich sicher, doch das ist sie nicht. Denn David kennt ein Geheimnis, das ihre ganze Welt zerreißen kann. Ja, es ist total schön, das Buch jetzt in den Händen halten zu können. Es gibt ja auch ein Daumenkino hier rechts an der Ecke mit den Origami-Schwänen. Und was diese Origami-Schwänen überhaupt zu tun haben mit der Geschichte, darauf bin ich sehr gespannt. Und ja, werde es demnächst verschlingen. Und das vierte Buch ist Dear Enemy von Kristen Callahan. In der Highschool waren sie Erzfeinde, 10 Jahre später hassen sie sich noch immer. Delilah Baker und Macon Saints sind wie Hund und Katz, doch als Delilahs Schwester den erfolgreichen Schauspieler bestiehlt und dieser Samantha anzeigen will, muss Delilah alles tun, um ihre Familie zu beschützen. Sie bietet Saint an, ein Jahr als persönliche Assistentin für ihn zu arbeiten und während sie ihre Feindschaft weiter pflegen, stellen sie fest, dass Hass und Liebe sehr dicht beieinander liegen. Ich habe
aber von sehr, sehr vielen Leuten gehört, dass die Anime so, so, so toll sein soll. Ich bin nicht so der Fan von Anime-to-Lover-Geschichten, weil es oft sehr grenzwertig ist und die wirklich richtig schrecklich miteinander umgehen. Und ja, ich habe noch nicht, also ich traue mich nicht an Wishes von Elgin ran, sagen wir es mal so. Ja, aber das ist nichts für mich. Aber ja, das hier soll auf der einen Seite humorvoll sein, es soll tiefgründig sein und ja, ich bin sehr gespannt auf die beiden, auf diese Hassliebe und werde vermutlich demnächst anfangen, es zu lesen. Ich freue mich sehr. Das waren 4 Bücher, die ich gerade neu gekauft habe. Erzählt mir gerne, wenn ihr eine der Geschichten schon kennt bzw. lesen möchtet. Die sind nämlich gerade erst alle rausgekommen und ja, dann wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!